Hallo liebe Kreisliga-Legenden, willkommen bei Kreisliga TV. Wir befinden uns heute im wunderschönen Wolfsburg und sind hier in Kooperation mit Dein Team in Wolfsburg unterwegs bei dem Live-Spiel Wolfsburg gegen Köln. Wir dürfen heute zwei Gewinner begrüßen, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Eure beste Strafe aus eurem Strafenkatalog. Und da sind wir dann heute live unterwegs, zusammen mit Dein Team, deine App. Und wir freuen uns, euch nachher noch ein paar mehr Infos und Live-Ausdrücke aus dem Stadion präsentieren zu dürfen. Ruben, du bekommst von mir ein Freibier ausgegeben, wenn du jetzt mal auf die Hüftburg rennst und mal schöne Pirouette drehst. Ja? Erste Frage, wie schmeckt's Bier? Ja, wie immer sehr gut, ne? Und wie findet ihr so hier die Umgebung? Doch, was ich bisher gesehen habe, ist gut, sehr gut. Alles klar, dann wünschen wir viel Erfolg beim Spiel und mal schauen, wie es ausgeht. Genau, machen wir so. Danke. Okay, ja, moin liebe Kreisliga-Legenden, der Tobi meldet sich auch mal zu Wort. Wir befinden uns jetzt hier direkt vor der Volkswagen Arena und wir sind panisch auf der Suche nach Maiko Ostermann. Aber wo ist Maiko Ostermann? Wir haben ihn bisher noch nicht gefunden. Wir werden jetzt mal auf die Suche gehen, vielleicht finden wir noch. Bis gleich. So, liebe Kreisliga-Legenden, jetzt begrüßen wir unsere zwei Gewinner von dem Gewinnspiel. Oh, grüßt euch! Servus! Hier haben wir die zwei Gewinner, die bei unserem tollen Gewinnspiel mitgemacht haben, von Dein Team, deine App. Herzlich willkommen in Wolfsburg. Hallo. Freuen euch begrüßen zu dürfen. Es wäre nochmal schön, wenn ihr eure Strafe kurz nochmal vorstellen könnt, die denn bei unserem Gewinnspiel gewonnen hat. Ja, unsere Strafe war, das Begehren einer anderen Spielerfrau kostet 50 Euro. Genau, und ich habe deshalb direkt meine Spielerfrau mitgenommen, damit niemand heute die 50 Euro zahlen muss zu Hause. Zum Spiel heute, für wen drückt ihr euch die Daumen? Also ich bin eher neutral, aber wenn dann auf der Wolfsburger Seite natürlich durch den Marcel Schäfer natürlich von der App und ja. Du bist für Köln, ne? Wolfsburg. Auch für was? Ja. Gut, dann haben wir ja wenigstens schon mal einheitlich. Da ja die App bei euch im Team auch schon quasi Standard ist, gehe ich davon aus, dass du selber Fußball spielst. Ich spiele selber Fußball, klar. Das heißt, morgen dann auch nochmal? Morgen geht es selber ran, ja. Deshalb nach dem Spiel direkt wieder nach Hause, um morgen fit zu sein. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal auf den Weg in die Arena und schauen uns mal das Spiel an. Hi liebe Kreisliga-Legenden, herzlich willkommen zurück, wieder bei Kreisliga TV. Jetzt sitzen wir zusammen mit Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und dem Christian Dresch vom VfL Wolfsburg, außerdem unsere beiden Gewinner. Und der Tom, wie wir eben schon mal erwähnt haben, der hat gewonnen bei dem Gewinnspiel die schönste Strafe oder die beste Strafe aus den Strafenkatalogen. Und er darf den Profis jetzt einige Fragen stellen. Welche Strafen habt ihr denn in eurem Strafenkatalog? Sind da irgendwelche kuriosen Sachen dabei? Nee, eigentlich nicht. Es sind so die Standardstrafen, ein bisschen zu spät kommen, wird abgerechnet. Rote Karte, gelbe Karte, also wie gesagt, ganz normale Standardstrafen. Dass wir jetzt irgendeine kuriose Strafe haben, weiß ich jetzt gar nicht. Handy in der Kabine benutzen darf man auch nicht bei uns. Ja, bei uns ist es ja so, dass wir natürlich intensiv auch die App nutzen. Sag mal, die höchste Strafe ist bei uns eigentlich, wie Treschi schon erzählt hat, wenn man eben das Handy benutzt. Da sind ja unsere Trainer bzw. auch Klaas Allof sehr, sehr sensibel. Das ist auch okay, weil wir uns natürlich aufs Spiel fokussieren müssen und natürlich, wenn man zu spät kommt. Also da zahlen wir 100 Euro pro Minute. Also wenn da mal einer im Stau steht oder ja, sich irgendwas erlaubt, wo dann eben ja, dazu führt, dass er zu spät kommt, das wird dann richtig, richtig teuer. Aber ich glaube, das ist auch unser Beruf und daher kann man das auch erwarten, dass man da ja, rechtzeitig losfährt und selbst wenn mal was passiert, immer noch pünktlich dann zum Training bzw. zum Spiel kommt. Ja, die ganzen Kreisliga-Mannschaften, ich kenne so, wir haben schon Abschlussfahrt nach Malle gemacht. Ich denke, das wird bei euch nicht anders sein, oder dass ihr nach der Saison mal gemeinsam vielleicht noch wohin fährt. Vor drei Jahren waren wir auch auf Mallorca im Robinson Club. War sehr schön. Aber natürlich, wir freuen uns auch, wenn dann die Saison vorbei ist, wenn man mit den Familien in Urlaub gehen kann. Ich glaube, ich spreche da für jeden, der Urlaub ist immer zu kurz.
Und so ist es auch bei uns, deswegen freuen wir uns auch, wenn wir dann in den Urlaub gehen können. Ja, ihr habt es gehört, liebe Kreisliga-Legenden, so kommt das, wenn man sich die App runtergeladen hat und den Strafenkatalog jetzt richtig führt. Was ich aus dem Gespräch hier rausnehme, ist auf jeden Fall, dass für uns jetzt jede Minute 100 Euro kostet, die man zu spät ist. Sind nämlich bisher 5 Euro bei uns und ich muss sagen, da sind immer noch trotzdem so ein paar Schlawiner dabei, die das nicht ganz so ernst nehmen. Ja? Aber die Kasse füllt sich, wir werden davon auch einen Ausflug machen irgendwann und ladet euch die App runter. Ihr habt es gehört, hat nur Vorteile, ist auf jeden Fall sehr innovativ. Ihr solltet es alle nutzen und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke euch.